Hallo liebe Fotofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es zum Thema Workflow ein weiteres Video von mir. Und zwar geht es hier um die Beauty-Retusche, was so beinhaltet ein bisschen meine Lightroom-Arbeit, dann den Übergang zu Photoshop, Frequenztrennung, wie ich damit umgehe und wie ich dieses Bild dann vielleicht noch später abspeichere. Dazu habe ich hier ein Bild, das ist ein Werbefoto. Hier geht es in der Hauptsache eigentlich um den Hut. Ich habe allerdings auch die Erlaubnis von dem Model, dass ich dieses Bild hier verwenden darf für dieses Video. Da gibt es also überhaupt keine rechtlichen Probleme. Bitte seid auch immer vorsichtig, wenn ihr Videos publiziert und irgendwelche Personen darin abbildet, dass ihr euch die Erlaubnis nach Möglichkeit auch schriftlich einholt. Naja, und was ihr hier jetzt seht, das ist das Bild in Lightroom. Ich zeige euch jetzt mal, das ist eigentlich schon die fertige Lightroom-Bearbeitung, kurz das Ursprungsbild. Das ist also ein bisschen von der Farbtemperatur her etwas noch überzogen warm. Dann haben wir hier noch eine leichte Überbelichtung und die Korrekturen, die ich da vorgenommen habe, neben den Standards, die ich sonst so mache, die zeige ich euch jetzt gleich mal hier in der rechten Spalte. Ihr seht also, hier haben wir jetzt mittlerweile ein recht ausgewogenes Histogramm. Ich persönlich bevorzuge es übrigens grundsätzlich nicht ganz bis zu den absoluten Weißtönen bei Porträtbildern zu gehen. Also das ist jetzt hier durchaus Absicht, dass hier im letzten Bereich weiß noch Tonwerte sozusagen fehlen. Wenn man sie bräuchte, könnte man sie leicht hinzuziehen. Hier geht es auch nicht ganz in das Subschwarz hinein, sondern wirklich gerade bis zum Anschlag. Wir haben also absolutes Schwarz hier drin, aber nur ganz wenig. Das wird wahrscheinlich hier unter dem Hut dieser Bereich sein oder ganz in den Ecken des Bildes. Okay, ansonsten habe ich also nicht viel gemacht. Ich habe natürlich mit der Pipette in meiner grauen Wand neutralisiert. Da bin ich dann bei einer Farbtemperatur von 5400 Kelvin gelandet, überhaupt keine Geschichte. Und weil das Bild ein bisschen überbelichtet war, habe ich es um 2/3 Stopp runtergesetzt. Dann ein bisschen, um die Haut etwas zu glätten, die Struktur und die Klarheit ein bisschen heruntergenommen. Und ansonsten habe ich absolute Standardeinstellungen, die ich sonst auch immer verwende. Also Schärfung um die 50-75%, Rauschreduzierung ein bisschen abmaskiert, natürlich, dass nur die Kanten geschärft werden. Und natürlich eine Profilkorrektur angewandt. Fotografiert habe ich mit dem Nikkor 50mm. Und ansonsten findet ihr hier nichts Außergewöhnliches. Also es ist gar nicht viel an dem Bild bearbeitet. Und so werde ich jetzt weiter überleiten zu meinem Photoshop-Workflow. So, da wären wir wieder. Da ich stinkfaul bin, habe ich mir für diese ganze Frequenztrennungsgeschichte eine Aktion geschrieben. Die werde ich euch dann nur ganz kurz erklären, worum es da geht. Das ist also der ganz normale und schon oft auch auf YouTube beschriebene Frequenz- oder Frequency Separation Vorgang. Frequenztrennung. Und zwar wird ein Bild hier in zwei Ebenen aufgeteilt. Zum einen in eine Farbebene, zum anderen in eine Kontrastebene. In der Farbebene kann man dann eben unabhängig von den Kontrasten die Farben korrigieren und da leichte bis starke Änderungen hervorrufen. Und auf der Kontrastebene wird im Prinzip retuschiert. Wie das Ganze als Aktion ausschaut, das seht ihr hier. Ich dupliziere also die aktuelle Ebene, dann wird eine ebene Farbe eingestellt. Also in der ersten Kopie, da mache ich in dieser Farbebene eine Weichzeichnung. Das ich mache es hier mit dem Gaußschen Weichzeichner. Das geht aber auch mit zum Beispiel Helligkeit interpolieren sehr gut. Was ihr da nehmt, ist nachher ganz allein eurem Geschmack überlassen und wie es euch am besten passt. Beim Gaußschen Weichzeichner wird allerdings das gesamte Bild weich gezeichnet. Beim Helligkeit interpolieren kann man das so einstellen, dass die Kanten also völlig unbeeinflusst bleiben. Manche bevorzugen das. Ich nehme es jetzt mal mit dem Gaußschen Weichzeichner, wird auch sehr oft so gezeigt. Dann gibt es eine Retuscheebene, mit der ich arbeite. Und dann geht man hier eben auf der Retuscheebene, das ist auch nicht eine ganz normale Kopie von der Basisebene, von der Hintergrundebene, geht man dann eben auf Bild, Bildberechnungen. Und dann stellt man hier eben, wie ihr das lesen könnt, die Berechnung subtrahieren 1, skalieren 2, Versatz 128
was genau in der Mitte der 8-Bit liegt, von 256 Tonwerten. Und so wird dann eben nachher ein Kontrastkanal bzw. eine Kontrastebene erzeugt, mit der man dann arbeiten kann. Was es jetzt in anderen Tutorials so nicht oft zu sehen gibt, ich habe mir danach noch eine Einstellungsebene erstellt über der Kontrastebene, mit der ich hier dann entsprechend eine Schärfung des Bildes vornehmen, und zwar über Helligkeit, Kontrast, und dann werden diese ganzen Blemishes, also alle Hautunreinheiten und so weiter und so fort, nochmal extra brutal hervorgehoben, und ich kann so meine Korrekturen viel besser anwenden. Ja, und wie das Ganze jetzt als Ebene bzw. als Aktion abläuft, das zeige ich euch jetzt. Und natürlich stelle ich euch auch meine Frequenztrennungsaktion, die ihr selber dann noch modifizieren könnt, wenn ihr es könnt, dann auch als Download zur Verfügung. Dann könnt ihr das Ding direkt anwenden. Ich starte hier mal nach Anklicken der entsprechenden Aktion durch. So, hier kann ich jetzt eben die eine Ebene einstellen mit dem Gaußschen Weichzeichner, und da dieses Bild recht hochauflösend ist, gebe ich hier jetzt ruhig mal eine Weichzeichnung von 15 Pixeln ein, damit hier wirklich jegliche Details verschwinden. Man kann jetzt das Gesicht zwar noch erkennen, aber zum Beispiel in den Farbflächen haben wir keine starken Kontraste mehr. Im Hut brauchen wir das sowieso nicht, hier geht es uns ja um das Gesicht. Ich klicke auf OK. So, und das ist jetzt das, wo wir landen, und unter Fensterebenen können wir uns jetzt auch aus- oder angucken, was hier erzeugt wurde. Ihr seht, das ist dann diese Farbebene. Ich schalte hier mal mit gedrückter Alt-Taste nur die Farbebene ein. Das ist das, was wir gerade eingestellt haben. Und wenn ich hier wieder mit gedrückter Alt-Taste auf das Auge der Farbebene klicke, dann lande ich auf meiner Retusche-Ebene, in der hier dann diese Kontrastverstärkung eingeblendet ist. Und ihr seht, da man sieht mehr. Und das ist eben genau das, mit was ich dann gerne arbeite. Aber wir müssen natürlich zum Retuschieren dann auch hier in der Retusche-Ebene arbeiten. Die Aktionen kann ich jetzt mal ausblenden, die brauchen wir nicht mehr. Und über Steuerung Leertaste zoome ich mir hier dann das Gesicht entsprechend heran. Auch da gibt es tausende Methoden, und bitte, natürlich könnt ihr mich dafür kritisieren, wie ich das mache. Ich werde jetzt einfach nur Folgendes tun. Diese starken Eindellungen werde ich entfernen über diverse Retuschewerkzeuge, und solche kleinen Leberflecken im Hut selber mache ich jetzt zum Beispiel gar nichts. Und auch hier am Hals werde ich dann noch ein paar Sachen einfach herauslöschen. Und wenn ich hier in der Retusche arbeite und habe das hier, also diese Kontrastverstärkung, nur als Einstellungsebene integriert bzw. angewandt, dann kann ich das natürlich später wieder ausblenden. Und wenn ich dann ganz einfach hier nur meine Farbebene dazu blende, kann ich auch genau beurteilen, wie das Ganze nachher in der Realität ausschaut. Ja, mit eingeblendeter Kontrastkorrektur, so natürlich ganz brutal. Aber so arbeite ich nicht gerne. Ich lasse es wirklich die Farbe ganz weg und konzentriere mich hier rein eben auf diese Möglichkeit, in der Retusche-Ebene zu arbeiten. Und auf Los geht's los. Das Ganze kann man strukturiert machen. Ich fange hier in der Stirn an, werde aber nicht zu nah heranzoomen, um nicht alles aus dem Blickfeld zu verlieren. Ich arbeite hier dann gerne mit dem Reparaturpinsel. Da habe ich hier eine Kontrolle über die Größe. Wenn ich die Raute-Taste klicke, kann ich das etwas größer machen. Und über die gedrückte Alt-Taste nehme ich mir hier den Bereich auf, den ich kopieren will. Und da seht ihr, geht es dann also ganz locker. Und jetzt quatsche ich nicht mehr viel, jetzt arbeite ich einfach. Kleine Hilfe, wenn euer Speicher zugenudelt ist, dann habt ihr die Möglichkeit, über Bearbeiten, Entleeren hier den gesamten Arbeitsspeicher mal wieder frei zu putzen. Natürlich gehen euch dann auch eure Rückschritte flöten, aber im Prinzip ist es so, dass ihr hier jetzt dann wieder mehr Speed zur Verfügung habt.
man braucht jetzt aus einer gepflegten Dame im fortgeschritteneren Alter nicht eine junge Amazone zu zaubern. Das wird der Realität nicht gerecht und auch nicht der Schönheit des Alters. Das sage ich jetzt mal ganz bewusst so ein bisschen pathetisch. Also, ich werde hier jetzt bestimmt nicht alle Lachfalten herausnehmen und überdecken, sondern nur die, die sich sehr stark überkreuzen. Nach meinem Empfinden ist das dann immer so ein bisschen eine Geschichte, die einen deutlich älter macht. Denn Lachfalten hat auch ein junger Mensch im Gesicht. Das ist überhaupt keine Geschichte. Und da nehme ich auch hier ein bisschen diese Lichtspots heraus, die eben durch dieses Hutmuster durchbrechen. Und dann schauen wir uns hier noch an, da haben wir hier noch Hautunreinheiten. Wir machen gleich mal einen Vergleich zum Standardbild, also zum Basisbild, mit dem wir angefangen haben zu arbeiten. Und wie das geht, das ist in Photoshop also auch ganz einfach. Die Alt-Taste hilft hier. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Aber hier erst noch am anderen Auge und auf den Wangen und Bäckchen ein paar kleinere Retuschen. Auch hier, man muss nicht alles entfernen. Und ganz charakteristische Geschichten, wie zum Beispiel ein Schönheitsfleck oder so, würde ich niemals wegretuschieren. Allerdings solche Sachen wie kleine Wärzchen, die man auch nachher bequem vom Hautarzt entfernen lassen kann, wenn man ihrer sozusagen überdrüssig geworden ist, die würde ich dann schon auch noch wegretuschieren. So, schauen wir mal hier. Da ist jetzt nicht jede Retusche von mir ganz optimal. Also da gibt es bestimmt noch, ich verkleinere mein Werkzeug ein bisschen, noch feinfühligere, sanftere Methoden. Aber insgesamt, ihr werdet nachher sehen im Bild, wird das ganz gut rüberkommen. So, da haben wir hier noch ein bisschen. So, man darf es nicht übertreiben. So, schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Ich nehme mal dieses Beispiel raus. Und jetzt Achtung, das ist die neue Retusche. Alt-Taste drücken, hier auf die Ansicht klicken. Und jetzt können wir uns das immer einblenden. Und da seht ihr schon, was sich da getan hat. Das ist also gar nicht wenig. Und vor allen Dingen, wenn dieser Kontrast mal herausgenommen ist, sieht das längst nicht mehr so brutal aus. Und so bearbeite ich dann eben das gesamte Bild nachher komplett durch. Vorher, nachher. Und würde dann eben im weiteren Workflow, wenn ich das soweit durchbearbeitet habe und meine Sicherungskopie erzeugt habe, dann eben das Bild überbearbeiten, in Profil umwandeln, dann als sRGB-Bild absichern. Das zeige ich euch hier. Ich arbeite ja hier im erweiterten Adobe-Farbraum, dann im RGB als sRGB und dann eventuell noch ein bisschen nachschärfen, abspeichern und dann dem Kunden zukommen lassen. Ja, und das wäre hier jetzt meine Geschichte, wie ich meinen Workflow gestalte, wenn ich Beauty-Retuschen mache. Also grundsätzlich mal so, wenn es denn mehr ins Detail gehen soll und da einfach mehr zu machen ist. Jetzt eine ganz kurze andere Geschichte. Ich zeige euch das auch noch. Wenn wir jetzt hier, natürlich habe ich ja gesagt, es gibt den Farbkanal auch noch, um dann hier solche Farbunreinheiten noch ein bisschen zu korrigieren. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel diesen Kontrastkanal, in dem ich also meine Feinretuschen mache, herausnehme, dann seht ihr, hier habe ich dann auch diesen roten Fleck und kann den natürlich dann separat nochmal nachkorrigieren. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch mal hier, gehe jetzt hier in die Kopie
und übertünche das, sodass das nicht mehr ganz so brutal ist von den Kontrasten her und zeige euch auch hier jetzt wieder das Ergebnis gegenüber vorher. Alt-Taste gedrückt halten, da seht ihr, ist die Rötung auch abgemildert. Und das ist eben das Schöne, wenn man hier mit dieser Frequenztrennung arbeitet und auch die Zeit hat und die Muße, das zu machen, dass man hier also entsprechend schöne Korrekturen vornehmen kann. Und jetzt seht ihr hier, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Unruhe, die ich dann korrigieren werde. Da kann ich dann wieder hier in die Retusche reingehen und kann mal schauen, was da los ist. Blende die Farbe aus und das sieht man hier, ist es also alles noch ein bisschen arg unruhig. Sowas werde ich natürlich korrigieren im Weiteren und dann eben entsprechend das Bild dann fertigstellen. Ja, das war's dann heute mal wieder. War jetzt auch wieder so ein bisschen ein Quick-Tipp, so mittendrin. Auf jeden Fall habt ihr einen Anhalt. Leute, das war jetzt natürlich keine perfekte Retusche, aber die muss ich jetzt dann noch fertigstellen. Und so wird dieses Bild dann auch an die Kundin weitergegeben. Und sie wird sich doch hoffentlich freuen. Über die anderen hat sie sich auch gefreut. Und da seht ihr jetzt mal, das wäre jetzt mal so dieses Stadium, was ich erreichen möchte bei diesem Bild. So gefällt mir das recht gut. Nicht übertrieben retuschiert. Und es sind jetzt wirklich ein paar Jahre durchaus herausgenommen. So gefällt mir das gut. So lasse ich das jetzt auch. Und jetzt machen wir nur noch eins. Jetzt mache ich nur noch schnell eine Sicherung. Dann werde ich meine Ebenen, auf denen ich retuschiert habe, zusammenfassen, sobald diese Sicherung abgelaufen ist. Und dann werde ich noch über das Verflüssigen eine ganz leichte Veränderung der Kinnform vornehmen. Das zeige ich euch auch noch schnell. Auch das nicht übertrieben. Bitte denkt immer dran. Das darf alles nachher nicht wirklich ins Auge fallen. Das muss nicht sein wie auf einer Zeitschriften-Titelseite, sondern wenn die Leute eine gewisse leichte Veränderung und Verjüngung ihres Fotos wünschen und dass man eben nicht gar so viele kleine Alterungserscheinungen sieht, dann muss man das auch so machen, dass das wirklich nicht auffällt. So, gesichert habe ich. Jetzt wähle ich hier in der Ebenenpalette sichtbar auf eine Ebene reduzieren. Diese Helligkeitsebene kann ich jetzt mal weglöschen und jetzt haben wir hier eben unser altes Bild nochmal zum Vergleich, arbeiten aber hier jetzt auf dem neuen Bild weiter. Ich nenne das jetzt auch mal fertiges Bild. Und jetzt kommt's. Jetzt nehme ich noch eine Veränderung in der Gesichtsform vor über Filter. Hoppala. Ebene natürlich anwählen. Filter verflüssigen. So, dann schauen wir uns das mal an. Ja, was mir hier jetzt noch ein bisschen ins Gesicht springt, ist also hier diese Partie. Und die hebe ich nur leicht an. Vorsicht, dass ihr hier keine wichtigen Konturen verzerrt. So ganz minimal wird hier nachgesetzt und dann schauen wir uns das mal an, Vorschau, und so lassen wir das. Das gefällt mir gut und damit habt ihr hier dann auch nochmal die Vorschau. Ja, das ist schon ein Unterschied. Und man nimmt es im ersten Moment eigentlich gar nicht so wahr. Und trotzdem wirkt das Bild immer noch natürlich. Und so passt das auch. Und das Einzige, wo ich jetzt noch im Nachhinein noch direkt ansetzen würde, das wäre hier noch ein bisschen diese Ecke. Da muss ich jetzt sagen, das gefällt mir nicht. Und hier mache ich jetzt die Korrektur sogar direkt. Also gehe ich nicht nochmal in die Datensicherung zurück, sondern das retuschiere ich hier im Bild
Denn dieser Übergang, der ist mir noch ein bisschen zu harsch. Ja, und so gefällt mir das besser. Ja. Dann haben wir das Bild in der Gesamtansicht. Nochmal mit gedrückter Alt-Taste kann man sich das vorher, nachher schön zeigen lassen. Und das war's dann auch schon. Tja, dann viel Spaß mit dem Nachmachen. Bis bald, euer Alex Schwarz.